So, wir probieren jetzt dann Fluchstufe 4 mit dem Attentäter. Mal gucken, wie das läuft. Und je nachdem, was wir für Fähigkeiten kriegen, läuft es mal besser und mal nicht so gut. Vielleicht tödliche Wirkung erstmal nehmen. Ja, ich probiere dann auch bis 5. Januar noch die anderen beiden versteckten Geschenke vom Eventboss zu erhalten. Gucken, ob wir das in der Zeit hinkriegen. Und jetzt kriegen wir wieder nur Scheiße. Kann ja auch nicht wahr sein. Oh Mann, ich will nicht immer neu rollen. Krass, was denn das? Dunkles Portal vor dir und ein weiteres, das einige Meter von dir entfernt steht. Oho. Wir sind ein Hexenmeister aus WoW. Aber das nehmen wir nicht. Auch kein Mensch. Ein Portal. Ist da wie nicht laufen wollen. Ja, könnten sich die mal bitte alle auf einen Fleck stellen. Sehr nett. Kann man sie viel einfacher töten. Wenn man nicht wieder hängen bleibt. Da, Schadenserhöhung. Oh, Unterwerfung direkt bekommen. Cool. Nee, nimm giftig. Wehmut nehmen wir nur, wenn er mehr Leben gibt. Blutrausch. Ah, hier schon wieder. So, alle auf einen Fleck, bitte. Außerdem müssen wir den hier auch noch ein bisschen leveln. Da passt sich das, dass wir probieren, die ganzen Flüche einmal zu spielen. Nehmen wir mal mit. Gott. Hier wäre das Geschenk. Brauchen wir nicht. Ach, verdammte. Jetzt müssen wir was von den Scheißdingern nehmen. Ah, kann ja auch nicht mal in einem Lauf nur gute Fähigkeiten kommen. Ja, aber gut, das hat man ja bei jedem Spiel, das genauso aufgebaut ist. Ich weiß, die haben Namen, die Spiele, aber die fallen mir gerade nicht ein. Also mir natürlich fallen mir die Titel der ganzen Spiele ein, aber nicht, ob es ein Rook gleich gut leid, keine Ahnung. Blockkraft, das ist auch gut. Schadenserhöhung, auch gut. Oh, hier diese Bombenhainis schon wieder. Ja, Schattenschritt will ich immer noch nicht, du. Achso, wir haben ja schon. Cool. Das war ja gar nicht mehr nehmen. Brauchen wir nur noch was nehmen, wenn was Gutes dabei ist. Ein Boss. Da. Aber ja, wir machen als erstes ihn hier. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon genug Schaden machen, die Bosse. Nicht, wenn es stehen bleibt, das Spiel. Schadenserhöhung. Ist klar.
Naja, irgendwie sind sie gestorben. So, so, so. Oh, ey, diese Bomben, meine ich, sie gehen mir so auf die Nerven. Jetzt schlägt er uns in einer Tour diesen Schattenschritt vor. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nehmen wir das. Das. Weil es gibt ja noch ein paar Fähigkeiten, die besser sind und die wir gebrauchen können. Aber irgendwie will er uns die nicht geben. Was zum... Was ein Scheiß, da wird was angezeigt. Was ist das? Was hat denn das jetzt gegeben? Dann kriegt man zwei Sachen, die gut sind zur Auswahl. Kann ja wohl nicht sein. Was sind das für Dinger? Muss man die einsammeln? Bringen die einem was? Werden voll viele angezeigt. Ich nicht verbringen das. Ja. Das einfach nur sehr viele von diesen Steinen, die wir sammeln müssen. Keine Ahnung. Irgendeinen Grund wird sie haben, also holen wir uns die auch. Gucken. Also den Giftnebel hätte ich noch schon irgendwie gerne. Aber naja. Schön viele Gegner, kann man voll gut leveln. Boah, nee. Also wenn der Boss kommt und wenn der Boss stirbt, hakt's kurz. Machen wir das. Ach ja, jetzt kann ich es ja einfach umprügeln. Voll geil. Häufigkeit, Mehrfachwirkung. Brauchen wir nicht. Schadenserhöhung. So. Die waren ja jetzt richtig gut zu töten. Längere Dauer. Ah ja, ich bin wieder in so Bombenheini gelaufen. War ja klar. So. Oh, da ist wieder so ein Ding. Ich glaube, das gibt auch Erfahrungspunkte. Ja, zweimal Lebens... Kristalle. Oh, ja, gut, was ist das? Aber die Lebenskristalle brauchen wir nun gerade gar nicht. Gucken, ist hier noch irgendwo auf der Karte so ein anderes Ding? Gerade keins aktiv, wie es scheint. Unsere Fähigkeiten sind alle noch nicht so hoch gelevelt. Sehr schade. Da, 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 da. Ja, auf jeden Fall irgendwie Magnet oder so sollten wir noch mal mitgehen, wenn gut davor geschlagen wird. Ey, diese Bomben eigentlich, ne? So, alle bitte im Kreis stellen, danke.
Also das ist jetzt Fluch. Weiß ich gar nicht, 4, ne? Glaube. Oh, da ist wieder so ein rot, so ein Ding aufgetaucht. Gucken. Wenn hier nicht tausende von Gegnern. Also entweder gibt uns das blaue Kristalle oder Erfahrungspunkte, weiß ich gar nicht. Schwer zu erkennen, da war ja währenddessen noch. Ah, jetzt auf einmal. Die Wolke. Noch währenddessen die ganzen Gegner platt machen. Dadurch ja auch Kristalle und Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt müssen wir Giftwolke pimpen. Oh, da ist wieder was aufgetaucht. Auch schnell einsammeln, nicht das Verschwinden. Wäre ja voll doof. Ah, ein Boss aufgetaucht. Oh nee, der Drehheini wieder ist nicht wahr. Ich mag den nicht. Ist auch noch fertig mit drehen. Oh, jetzt haben wir noch den anderen Fatzken. Gestorben. Schade. Ach nee, oh, zu spät gesehen. Da war ein super Upgrade für die Giftwolke. Das ist ja jetzt ärgerlich. Das habe ich zu spät gesehen. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Was es auch mal ist. Ah, hier war ein Heilkristall. Da ist ein grünen Kristall. Da oben ist noch ein Heilkristall. Da auch mal mit. Dann schauen wir uns mal hier in die Mitte. Oh, hier ein paar Erfahrungspunkte. Da, da. Oh, naja. Läuft. Mittelmäßig gerade. Spontanentzündung. Also. Ah, Spinnen, aber jetzt ist. Da ist direkt so ein Ding aufgetaucht. Und ein Heilkristall. Also, ich muss einmal nach unten dashen. So. Nächsten Bosse. Oh nee. Der Flammenheini. Ja, witzig. Was soll denn das jetzt? Der lässt einen sich auch nur bewegen, wenn's will. Ja, ist völlig Latte gerade, was ich hier drücke. Also, keine Ahnung. Boah, unsere Fähigkeiten sind alle noch ganz schön niedrig. Fraglich, ob wir die letzten beiden Bosse schaffen, so toll wie das hackt diesmal, wenn die auftauchen. Oh hier, da ist wieder so ein... was auch immer. So, machen wir wenig Schaden. Ist ja peinlich. Ja, hier. Das ist gut.
Ein Heilkristall immerhin. Gucken nicht, dass hier wieder irgendwo so ein Ding zum Einsammeln auftaucht. Das Schlimmste sind ja einfach nur die ganzen Bodenflächen. Ansonsten ist es ganz easy. Oh, da ist einer aufgetaucht. Oh, und hier sind auch... Boah, Alter, ich habe gleich Standbilder. Oh, guck mal, gleich kommen auch die letzten beiden Bosse. Oh, nehmen wir nochmal das mit, wa? Und ein Heilkristall, danke. Oh. Ja, mach doch noch mehr Flächen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, ja, hier ist völlig Lacke, wo ich nicht ausweiche. Ha, auch wenn wir nicht drinstehen, kriegen wir Schaden. Ist natürlich logisch. Ja, ist völlig egal, was wir jetzt nehmen, Alter. Ja, ich kann auch nicht ausweichen, wenn es still stehen bleibt, also. Was zum Henker? Oh, wir haben gewonnen, wie auch immer wir das gemacht haben. So, das war Fluchlevel. Keine Ahnung. Weiß nicht. 3, 4? Irgendwie so. Probieren jetzt noch den Unendlich-Modus. Gewinne ein Spiel mit allen Flüchen. Was stand da? Ah, es war Fluch Level 4. Gut. Haben wir das auch geklärt. Also Fluch Level 4 erfolgreich absolviert. Ja, davon brauchen wir jetzt nichts mehr. So. Immer in eine Linie stellen, bitte. Danke. Ja, der Sprengheini kommt schon wieder. Immerhin stirbt der Sprengheini super schnell. Wir müssen unbedingt, bis hier die Bosse kommen, echt mal ein bisschen noch leveln. Nein. Oh, nee. Mensch, ist genass. Oh, ey. Alter, lass mich doch bewegen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir nehmen das mit. Ein bisschen Ausschau halten, ob hier ein Heilkristall angezeigt wird, aber das scheint momentan nicht der Fall zu sein. Aber rechts oben wird schon wieder so ein Ding angezeigt. Dann werden wir da mal hingehen. Da.
das sind Christen. Ah, also diesmal habe ich es gesehen. Erfahrungspunkte, eine große Menge. Alles ja cool. Oh, guck mal. Ressourcen. Hat gehakt. Die Bosse kommen. Yay. Reingelaufen. Ja, ich... Ich spring nach rechts, so springt der Charakter hin nach links. Schon klar. Eigentlich rollen hier oder was? Ja, klar. Wir sind gestorben, weil... Was weiß ich? So eine Scheiße. Ja, hauptsache mal hier im Ernst. Sie fallen jetzt... klar. Und das zählt natürlich nicht. So. Welche blöde Stufe ist der jetzt? 37. Und wir müssen immer noch nein, da. Die Höhlen auf 6 bringen. Gut. Elektrisch, Elementalist, Robant. Ach, die da. Ja, super, Bomben kriegen wir dann, wir wollen so einen Scheiß. Bomben, weißt du, ist für den super schlecht, aber okay. Mehrfach Zauberkontrolle. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass lange Ketten von Mehrfachzaubern zustande kommen. Was? Einfach mal mitnehmen. Ich weiß auch nicht, irgendwie kann man das hier erhöhen. Ah, bestimmt durch Erfolge. Dass man irgendwie einen Runenpunkt mehr bekommt. Verbessert deine Runenkraft. Ja, cool. Gerade von geredet. Overlord-Modus Zyklus 3, ja. Oder eher nicht. So. Ja, den hier. Ne, den machen wir nicht. Den machen wir gerade. Gefrorene Einöde auf 5. Kerker der Verzweiflung auf 3. Ah, wir machen das für so einen Runenstein, genau.